Hallo Leute und herzlich willkommen hier auf dem Kanal der Captain Shift. Ich bin Captain Yamato und begrüße euch recht herzlich hier bei einem neuen Let's Play. Und zwar spielen wir heute Altes Live. Ja, wie jeder es kennt natürlich. Und heute mit dabei ist natürlich, wer sonst, wenn wir sowas ähnliches wie DayZ spielen, ist es der Sergeant Hanfan. Ich begrüße Sie, Soldat. Guten Tag. Sehr gut. Das funktioniert hier viel besser als in DayZ, finde ich. Das sieht viel schneidiger aus. Zack. Ja, es ist auch, zack. Ja, ne? Zack. Okay, genug salutiert. Ja, der Sergeant hat natürlich wieder ein bisschen gespielt vorher, was natürlich sinnvoll ist, wieder mal, damit er mir wieder alles erklären kann, so wie immer. Ja. Und ich mich ja so und so wieder nicht zurechtfinde. Und ja, und ich habe gerade frisch gestartet. Hab ein paar Grundsachen durchgesprochen, aber es geht jetzt frisch zum Markt, habe ich gehört, ne? Es geht zum Markt. Genau. Geht zum Markt? Ich würde sagen, ja, wir gehen jetzt mal zum Markt und gehen mal ein bisschen shoppen, so, damit du hier mal ein bisschen hübsche Klamotten kriegst und so. Ah, oh, shoppen, ich liebe shoppen. Ich finde das T-Shirt aber schon ziemlich cool. Du kannst das natürlich gerne noch anlassen, wenn du möchtest. Aber wenigstens ein Rucksack wäre natürlich schön. Ein Rucksack wäre echt nice. Dann folgen Sie mir. Aber wir betreten gerade eine feuerfreie Zone. Achso, okay. Oh, es hakt. So, es geht. Ganz wichtig, hier fahren Autos, also immer so ein bisschen vorsichtig sein. Und so, und hier ist auch schon... Okay. Oh, was meint ihr, eine Straßensperre? Ja, das ist ja nur, damit hier nicht, weil hier der Markt ist, damit die Leute hier nicht immer durchheizen wie die Wilden. Geh mal so über die Straße, würde ich sagen. Ich geh über die Straße. Ah! Ich hab schon Angst, ey, allein schon über die Straße zu gehen. Oh mein Gott. Oh, das hakt. Hakt das bei dir auch so, oder? Nö, bei mir eigentlich, nur leicht relativ flüssig. Sonst musst du vielleicht mal ein bisschen mit der Grafik rumspielen. Grafik nachher mal rumspielen. Hier siehst du übrigens, was ich dir zeigen wollte, auf dem Server gibt's das hier. Haben die hier schön, sehr schön gemacht, wie ich finde. Okay. Ja, die sehr Übersicht cool. Über die Lizenzen, was die wie wo kosten. Das ist ja geil. Und ich würde pauschal erstmal sagen, wir besorgen dir mal einen Autoführerschein, einen LKW-Führerschein. Naja, einen Waffenschein kriegen wir jetzt hier nicht, dann müssen wir zum Waffenwagen fahren. Mhm. Die Lizenz holen wir dann später und erstmal so die wichtigsten Klamotten. Das wäre wahrscheinlich so mein... Ich geh mal Geld holen. Ich geh mal Geld holen. Du solltest übrigens auch, glaube ich, Geld abholen, oder hast du Bargeld dabei, außer die 1000, ja, die ich dir gegeben habe? Außer die 1000, die du mir natürlich schon überwiesen hast. Für mein Schutzgeld. Genau, das, die Captainsgebühr. Ja. Okay. Da gehst du dann einfach Können wir gleichzeitig in den Automaten? Ja, ja, stimmt, da können wir alle gleichzeitig ran. Das funktioniert hier eigentlich auch alles mit dem Mausrad. Okay. Einfach rangehen, Mausrad drücken oder kurz scrollen, bis du das Menü hast und dann kannst du Geld abheben. Aber okay, und dann abheben, egal wie viel, erstmal alles oder? Ich würde erstmal alles abheben. Warte mal, ich überleg mal, du hast jetzt 50.000... 52.400 irgendwas. So, okay, pass auf, wir machen das jetzt mal so. Ach, das hätte ich dir jetzt auch überweisen können, na, ist egal. Ich hab's jetzt abgehoben. Ja, ist ja in Ordnung. Hast du abgehoben? Ist sehr schön. Ich geb dir auch noch ein bisschen was. Oh, gib mir Geld. Ja. So. Ich hab dir noch ein bisschen was gegeben. Pass gut drauf auf. Und dann gehen wir erstmal für dich shoppen. Sehr schön. Oh, erstmal auf den Markt. So, hier links hast du los. Hier links hast du den hier am Markt. Den Baumarkt? Das ist der Baumarkt. Achso, okay, warte mal. Lass uns erstmal einen Rucksack kaufen. Ich glaube, das ist sinnvoller. Der ist hier hinten, okay. der gute Kerl. Der Kleidungshändler. Da kannst du jetzt auf Kleidung kannst du erstmal Kleidung kaufen. Dann gibt es da unten dieses. Machst du auch mit Mausrad, ja, wa? Genau, einfach anwählen. Okay. Krieg ich hin. Ah, okay. Was ist es egal, was die Kurve oder? Je nachdem, wie du Geld hast und also das theoretisch ist es egal, was du dir da so kaufen kostet ja alles gleich viel. Naja, nicht alles. Der Strahlenanzug kostet zum Beispiel 100.000, aber den brauchst du nicht. Die meckern hier schon wieder alle rum, ey. Ja, willkommen zum Altes Live. Schießt schon wieder einer. Nee, das war so. Ein Autounfall. Okay. Ja, alles klar. Und dann gehst du nochmal auf den Kleidungshändler und dann steht ja unten Kleidung bei so einem Pull-Down-Menü und da kannst du Kopfbedeckung und Rucksack und so weiter, kannst du dir noch auswählen, wenn du willst. Also Rucksack würde ich auf jeden Fall. Achso, hier Kleidung, ach ja, okay. Dann würde ich mir noch irgendeinen Rucksack kaufen, wie du gerade willst. Ich weiß nicht, ob das wirklich Unterschiede macht, ob das da wirklich unter verschiedene Größen gibt. Bin da nicht so sicher. Okay. Alter, da geht's schon voll ab, Mann. Wasser macht doch nichts kaputt. Diskutiert schon. Ja, warte mal ab, bis du das erste Mal überfallen wirst. Wieso? Oh, ich wurde schon mehrfach überfallen hier.
Wieso? Und das geht ab, oder was? Naja, kommt immer auf die Leute an. Ich hatte auch schon so Aushilfsgangster, die waren nicht in der Lage, uns zu fesseln. Also. Oh Mann. Weil einen Rucksack brauchst du, brauche ich das, ja? Auf jeden Fall einen Rucksack, genau. Okay, was denn für ihn? Ich nehme meistens immer den ganz unten, den großen. Ich weiß nicht, ob das ehrlich gesagt einen Unterschied macht. Bin ich nicht so wirklich sicher. Okay, habe ich. Okay. So, sehr schön. Jetzt sehen wir schon gut aus hier. Läuft. Ja, sieht gleich wir haben schon kriminell aus. Lass uns Drogen abbauen. So siehst du auch aus. Drogen klauen. So, dann brauchst du hier beim Supermarkt, ganz wichtig, Wasserflaschen, nimm dir mal 3-4 mit. Wasserflaschen 3-4, sind die schon gefüllt, oder? Die sind gefüllt, ja. Also du verbrauchst sie dann auch, die hast du nicht mehr dabei dann. Okay, ich hab 5 mal gekauft, vorsichtshalber. Und nimm dir ein bisschen was zu essen mit. Warten, egal was? Ja, ist egal. Lagerbox? Nee. Taktischer Apfel. Speck. Und eine Spitzhacke musst du kaufen, eine. Ah, geil. So, warte mal, jetzt habe ich taktischer Speck. Also nehme ich zu viel mit, 3-4 reicht schon. Na toll. Nee. Was kaufe ich, brauche ich noch? Ja, und eine Spitzhacke. Also was zu trinken, was zu essen und eine Spitzhacke, die brauchst du nachher zum Abbauen. Okay, habe ich. Okay, und dann geht's weiter hier beim Baumarkt. Der Baumarkt. Hallo Baumarkt. Da kannst du dir jetzt kaufen. Ein GPS macht auf jeden Fall Sinn. GPS ist super, ja. Werkzeugkästen würde ich mir bestimmt 3 mitnehmen. Erste-Hilfe-Kästen vielleicht nochmal 2. Ein Fernglas und kann ich direkt draufklicken und dann jedes Mal kriegt er einen, ne? Du musst, glaube ich, warte mal, musst direkt auf. Ja, genau, du klickst drauf und dann unten auf Kaufen. Und dann bei jedem Klicken kaufst du den einmal. Okay, alles klar. Okay. Was noch? Werkzeugkasten, Erste-Hilfe, GPS. Fernglas und NS-Brille sind jetzt optional, ob du willst oder nicht, kannst du machen. Mhm. Okay, habe ich jetzt nicht gekauft. So. Braucht das Geld. Wenn du das GPS jetzt hast und drückst Steuerung und M, dann zeigt er dir vielleicht das GPS an. Steuerung und M. M, wie Martha, wie Map. Steuerung und M. Ja, okay, kennst du eine kleine Karte, ja, stimmt. Genau. Cool, ey. Kann ich die noch verschieben irgendwie? Ich weiß nicht, ob das geht. Ich glaube nicht. Ich bin mir nicht sicher. Okay. So, jetzt kaufen wir dir erstmal Lizenzen hier. Ach, Lizenzen, ich stehe auf Lizenzen. Da gehen wir mal hier rein. Guten Tag, Lizenzenmann, ich hätte gern einmal eine Droge, bitte. Ich nehme jede Droge, die es gibt. Also ich würde mir jetzt hier den Führerschein und den LKW-Führerschein auf jeden Fall schon mal kaufen. Okay, ich habe einen Führerschein gekauft. Geil. Und also das ist ganz normal für normale Fahrt, Pilotenschein, LKW-Führerschein, ja? Genau. Okay, ich habe jetzt einen LKW-Führerschein. Den behalte ich auch so lange, bis ich einen Unfall mache, quasi, oder? Bis du irgendjemanden überfährst, dann ist der halt wohl weg. Also das ist mir nur nicht passiert, deswegen. Den können mir nur die Bullen abziehen, also das heißt die Cops, ja? Können mir die Cops abziehen, oder? Ich glaube, der verschwindet automatisch, wenn du jemanden überfährst. Och, wie dreist. Bin ich mir aber nicht sicher. Ich weiß noch nicht, ob das auf diesem Server so ist, aber ich habe das früher mal gehört. Also ich hatte das selber auch noch nicht, aber das habe ich halt Wo kann ich das sehen, was ich, bei Z, ne? Ach ja, da kommen genau. Lizenzen. Okay, da steht's. Ja. Genau. Boah, ich will voll viel Geld, Alter. Ja, das wird gleich weniger. Okay, alles klar. Dann gehen wir jetzt nochmal hier hinten. Also die Frage ist jetzt, ob du dir jetzt schon noch so ein PKW hier kaufen willst oder ob wir gleich mit dem LKW losfahren und erstmal Geld machen. Das ist eine gute Frage. Was sagst du denn? Du bist hier der. Ich brauche ein Auto. Ist ja egal. Ich brauche ein Auto und ich brauche ein normales Auto und ein Pickup, wie immer. Und dann halt ein. Na, dann machen wir das mal so. Pass auf, wir kaufen dir jetzt erstmal ein Pickup. Ja? Wie viel Geld hast du jetzt noch? 165.000 oder so. Oh, das reicht. Da gehst du bei Autovermietung und dann ich jetzt sagen, gehst du mal auf Geländewagen. Da kannst du dir unten noch die Farbe auswählen. Ja. Farbe? Oh Gott. Rockstar Gelb, Rockstar Lila, wa? Weed? Also ich habe Dodge genommen, aber kannst du machen, wie du lustig bist. Zockerbude, Skins, Taxi, Blau und Weiß. Rockstar Lila natürlich. Kaufen und Mieten. Dann geh auf Kaufen, nicht auf Mieten. Ja, hab ich. Sehr schön. Und dann müsste der jetzt draußen. Ja, da steht er schon. Der macht. Au! Das hat mir im Auto wehgetan. So, jetzt gehst du. Sponsert von Rockstar oder was? Da bin ich ehrlich gesagt überfragt. Kann gut sein. Okay. Das ist natürlich jetzt kacke, weil der Typ hier sehr unglücklich steht. Aber jetzt geh mal ran ans Auto und drück mal U. U. Ja. Jetzt hast du aufgeschlossen, dann kannst du einsteigen. Mit? Mit dem Mausrad. Okay, als Fahrer im Geländewagen einsteigen, ja? Genau. Okay, mache ich. Warte, ich steige mit ein. So, dann drück mal wieder U, damit er abschließt.
Ja. Sonst kann ja jeder andere auch einsteigen und dann kannst du losfahren. Nach hinten erstmal, wa? Zurück, genau, WASD. Kann ich da hinten gucken? Ja, warte, Moment, du kannst mit der Maus kannst du steuern, das ist automatisch auch eingestellt. Wenn du zweimal hintereinander schnell Alt drückst, dann schaltest du auf die Rundumsicht um und dann kannst du nicht mehr mit der Maus lenken. Was ich persönlich bevorzuge, weil dann kann ich ja lieber rumgucken und lenken mit WASD oder fahren mit WASD. Kann ich jetzt hinten rausfahren, links oder rechts? Ja, du kannst auch hinten raus. Da ist schon wieder irgendwas explodiert. Also, ich weiß fährst nicht. Du rechts an ihm vorbei oder du fährst hier hinten raus? Oh Gott. Ist ein bisschen eng hier. Und wenn du mit der Maustaste kannst du auch hupen. Der Maustaste kann... Also mit der linken. So klingt das übrigens, wenn jemand im Sidechat spricht. Fährst du hier links raus. Oh Gott. Wir fahren jetzt erstmal zur Garage und bringen dann klumpig, Alter. Okay, ich weiß ja gar nicht, wie schnell ich fahre. Woran sehe ich denn da oben? Das oben links ist eine Geschwindigkeit. Ja, okay, ich sehe. Okay. Jetzt biegst du hier rechts ab. Muss ich blinken? Nö, kannst du nicht. Einfach ab. Okay. Oh Gott. So zieht's los. Und hier wieder rechts. Ich zieh wieder rechts. Oh! Und jetzt geradeaus am Markt vorbei. Langsam, schön langsam. Ich versuch's. Ich fahre das erste Mal hier. Ich habe meinen Führerschein gerade erst gekriegt. Schön, dass du den Führerschein kriegst, ohne Fahrschule gemacht zu haben. Und geradeaus? Ja, geradeaus. Da kommt einer. Ich weich ihm aus. Ich weiß nicht, ob ich es schaffe. Wenn du da hinten die Rauchsäule siehst, du in die Richtung ungefähr musst du fahren. Okay, das ist jetzt schon, ey. Ja, jetzt kannst du auch ein bisschen schneller, da steht ein Schild, 30 darfst du. Darfst du ein bisschen schneller fahren. So hakelt gerade bei mir ein bisschen, das ist das Problem. Okay, dann fahren wir jetzt nicht ganz so schnell. Oh, ja. Hier musst du jetzt rechts zwischen den Häusern hier rein. Warum brennt das da vorne? Da ist irgendwas explodiert. Frag mich nicht was. Oh Gott, ich glaube, du fährst als nächstes. Ja, mach ich auch gleich. Aber du musst es ja lernen. Ja. So, weiter, noch ein Stück weiter. Noch ein Stück. Ja. Und jetzt hier zwischen den Garagen fährst du rechts. Hier rechts rein? Nee, also da rein. Genau. Weil hier ist nämlich die Garage in Kavala. Okay. Jetzt lagern wir dein Auto nämlich mal ein. Fahr noch ein Stück vor. Ja, noch ein Stück. So, stopp. Kannst stehen bleiben. Dann musst du mal aufschließen und aussteigen. Steige ich aus? Aussteigen. Auch wieder mit dem Mausrad. Und dann gleich wieder abschließen. Das Fahrzeug. Ja. Und dann gehst du hier an das Schild hier ran, was hier so steht. Hier so. Ja. Auch wieder mit dem Mausrad, wenn du genau in der Mitte drauf bist, dann kommt da Garage. Ja. Oder irgendwie Fahrzeug einlagern. Ja, Fahrzeug in Garage lagern. Genau, das machst du jetzt mal, dann ist nämlich dein Fahrzeug schon mal sicher in der Garage und du hast eins. Und wenn du jetzt auf Garage gehst, ja, dann zeigt er dir an, dass du jetzt den Geländewagen drin hast. Sie suchen nach Fahrzeug im Gelände, oh geil. Und geil, da steht jetzt Alter. Einstellpreis 3000. Das heißt, wenn du jetzt unten auf also den anwählst und auf Abrufen klicken würdest, mach mal nicht, sondern klicken würdest, dann müsstest du 3000 Dollar, werden automatisch von deinem Bankkonto abgebucht, dafür, dass du das Fahrzeug da gelagert hast. Und die Fahrzeuge sind unterschiedlich. Also zum Beispiel den Transporter, den ich jetzt gleich raushole, der kostet 15.000 jedes Mal. Hol ihn raus. Hol ihn raus, den Transporter. So, da steht er schon, der ist protestlich, aber so einen kaufen wir dir jetzt auch. Oh cool, ein Transporter. Muss ich einsteigen? Ja, warte, ich fahr dich mal rum. Oh, jetzt. Okay, geht los. Bist du schon drin? Ich sitze drin. Wo bist du denn? Sitzt drin? Ach da, sitzt ja noch neben mir. Kann ich sehen. Wahrscheinlich direkt neben dir, ja. Warte, ich gebe dir jetzt mal einen Schlüssel für mein Fahrzeug, weil das macht immer Sinn für den Fall der Fälle. Wie gibst du mir den? Gehst du mal. Key or someone have give you keys for irgendwas Transporter. Genau, also das machst du auch über das Z-Menü und dein Schlüssel B, was auch immer das heißt, Schlüssel B. Und da willst du. Ich hab keinen Schlüssel B. Also du hast ja jetzt kein Fahrzeug dabei. Also kann man immer nur weitergeben, wenn man das Fahrzeug gerade hat oder was? Genau, also der Besitzer. Also die sind auch weg dann quasi danach oder was? Danach habe ich nicht mehr. Also der Schlüssel verschwindet mit dem Restart wieder. Ach so. Wenn der Server wieder restartet oder halt das Fahrzeug zerstört ist, dann verschwindet der Schlüssel. Ach so, okay. Verstehe. Und das Fahrzeug gehört dir damit nicht, es gehört weiterhin noch mir. Aber du hast quasi das Recht erworben, damit zu fahren. Genau, also du kannst es halt überhaupt öffnen und schließen. Und das macht halt jetzt Sinn, wenn wir zusammen unterwegs sind, dass jeder mal das Fahrzeug des anderen öffnen und schließen kann. Ja. Weil
wenn man doch mal irgendwie in Schwierigkeiten ist oder wenn man weiß ja nie, wie weit es kommt. Ja, keiner gesehen, fahr weiter! Schnell, schnell weg! Scheiße. Diese LKWs, also es gibt dann noch so sogenannte Hemmets, das sind so die Größen. Oh, Alter, das geht ja ab. Ja. So einen holen wir uns dann irgendwann später auch mal. Oh, verdammt, hier wollte ich gar nicht abbiegen. Naja, fahren wir durchs Gemüse. Die kosten natürlich auch ein paar Millionen, aber da kannst du natürlich ja auch schnell mal ein paar Millionen mitmachen, wenn die einfach mal richtig groß sind, die Dinger. Okay. Also gerade mal gucken, muss ich jetzt hier abbiegen? Ja. Links. Es geht schon wieder los. Du kannst zum Beispiel jetzt auch gucken, während ich fahre, kannst du auf der Karte gucken. Ja. Ich will jetzt zum LKW-Händler, also nur, dass du dich so ein bisschen orientieren kannst, wann man wie wohin fährt und wo was ist. Ich weiß gar nicht, wo ich bin. Da fährst du. Okay, ja. Ich müsste jetzt ja gleich die nächste rechts abbiegen, wenn ich mich nicht irre. Wo ist denn der LKW-Händler? Wie sieht der denn aus? Da steht fett LKW-Händler dran. Achso, ja, nee, du musst jetzt rechts die nächste. Ja, genau. Nächste rechts rein. LKW. Da steht LKW-Shop, da steht nicht LKW-Händler, da steht LKW-Shop, das hat mich verwirrt. Okay, Entschuldigung, das war natürlich mein Fehler, ganz klar. Ja, das war eindeutig dein Fehler. Ja, wer denn sonst? Das kann mein Fehler gewesen sein. Hallo? Ja, das verstehe ich auch gar nicht. Okay, jetzt sind wir aber auf der Safe-Zone raus und jetzt können wir ja quasi überfallen werden und den ganzen Scheiß. Genau das ist es. Du musst hier rechts. Deswegen müssen wir jetzt mal schnell den LKW kaufen und dein Geld ausgeben. Ich muss unbedingt meine Grafikeinstellung irgendwie ändern, das hakt ganz schön bei mir. Ja, dann kannst du ja vielleicht gleich nochmal machen. Macht ja vielleicht Sinn. Kann man das während des Spiels machen? Oder das kannst du während des Spiels machen. Ich weiß nicht, ob du da jedes Mal einen Neustart machen musst. Hm. Also ich schließe jedes Mal ab, wenn ich Fahrzeug aussteige und auch wenn ich einsteige. Komm ich wieder raus? Du musst einfach U drücken. Weil dann kannst du aufschließen. Achso, warum hast du mich jetzt eingeschlossen? Ja, das mache ich automatisch, weil ich schließe immer ab, weil ich sonst vergesse ich irgendwann mal abzuschließen. Und wie gesagt, wenn das Auto offen steht, kann jeder andere einsteigen und mit der Karre wegfahren. Achso. Achso, jetzt habe ich mir natürlich blöd hingestellt. Du kannst jetzt hier mal auf den LKW-Händler gehen und kaufst dir mal den... Warte mal, ich gucke erst mal kurz. Ich warte mal, wie lange war ich schon? Ich mache jetzt mal kurz die Folge, beende ich mal kurz.